Willkommen bei einem neuen Yu-Gi-Oh! Part Seufz. Ja, ich wollte heute eigentlich meine Webcam zum Einsatz bringen, allerdings ist es blöd, weil hier zwei Bildschirme sind und ich keinen Platz mehr für mein Ding finde, also für das, was bei mir läuft. Ich habe schon mir überlegt, hier oben das zu machen, aber dann, wenn ich angreife, dann oder wie jetzt ein Dialog zum Beispiel jetzt kommt, dann blockiert ist und es sieht dann total blöd aus. Deswegen, ach ja, ich habe inzwischen ein eigenes Deck erstellt. Also ich habe vorhin eine Aufnahme gemacht. Die musste ich dann abbrechen, weil die Musik so laut war. Und zwar wirklich laut. habe ich dann gelöscht und dann habe ich dieses Deck hier erstellt. Hoffentlich bringt es uns weiter. Das ist Part 2 von 5. Ob wir es schaffen, diese vier Trainer-Pokémon, diese vier Duellanten zu besiegen. Gut, ja, zwei verdeckte, darunter das Karte, der sich in Rückkehr. Und die hier, Mitsuki. Da hilft nur eins, schwerer Sturm. Einmal, zweimal und dreimal. So, jetzt kommen noch Friedensbote, kein Monster mit 1500 Angriffspunkten oder mehr kann angreifen. So, und die zwei noch verdeckt. Er ist dran, oder ich bin dran. Wie man es auch nimmt. Jetzt kommt eine Synchro, oder? Oder? Er greift an. Naja, kann er ruhig. Ja, das ist jetzt das einzige Monster, was er angreifen kann. Aber die 400 sind schlimm, das ist ja so, als würde man Effektschaden kriegen irgendwie. Noch eine Verteidigungskarte, die heben uns auf, falls unser Friedensbote drauf geht. Endphase. Also machen wir es vorerst, nehmen wir mal nichts. Also mein Deck ist so eine Art Burner-Deck. Spielt auf Verteidigen und Kampfschaden zufügen. Oh, jetzt kommt eine Pyramidenschildkröte. Das könnte heftiger an Schaden kriegen. Deswegen kommt jetzt unsere Falle. Damit keins seiner Monster angreifen kann. So. Jetzt haben immer noch kein Monster gezogen. Langsam beunruhigt mich das. Dann spielen wir jetzt Rageki, weil ich ja mal verdeckt ist. Ja, egal. Und wir zerstören mit Aufschlagen seine Pyramidenschildkröte. Weil es die höchste Verteidigungskraft hat. So, Endphase. Oh, Marionettenmilch. Jetzt kommen die ganz Schwachen. Ja, Synchro, haben wir Glück gehabt. Weil sonst hätte er, angreifen können mit seinen 3-Sterne-Monstern. Oder, ja, mit seiner Marionettenmilbe oder was weiß ich. Er holt sich eine Pyramidenschildkröte zurück. Und nochmal ein Zombie. Ich glaube, es macht dann noch eine zweite Synchro. Wer ja noch nicht genug hat. Ja, ganz wie ich dachte, jetzt holt er sich Dunkler Drache. Ich hätte eigentlich gedacht, dass er sich noch einen zweiten Hades holt, aber er ist so gierig, er will sich ein neues Monster rufen. Naja, mir ist es scheißegal. Zack. Auf seinen dunklen Drachen, der kommt wieder ins Extra-Deck und der hat eine Erdmonsterkarten verschwendet. Der kommt zwei direkte Angriffe, die jucken mich gar nicht. Wie gesagt, die jucken mich gar nicht. So. Verwandlungskrug 2. Die wird uns helfen. Und ob die uns helfen wird. Also in diesem Display werde ich die Webcam nicht verwenden. Sondern erst im Abnein im. Ich benutze sie nur im speziellen LPs. Also das heißt, Modern Warfare 2 werde ich sie verwenden und. Ja, lauter Ego-Shooter halt. Wir könnten jetzt mit Pyramidenschildkröte unser eigenes Monster angreifen. Ich glaube, das wäre sogar das Beste, das Beste. Das Beste vom Besten. Ja, machen wir es einfach mal. Zack. Und zerstören unser eigenes. Er zerstört sein eigenes Monster, ja, das soll mir recht sein. Nun gut, dann kommen jetzt Picoro. Er wird unsere Lebenspunkte. Für jedes Monster auf unserer Spielfeldseite mal 400.
So, er ist dran oder ich bin dran. Ach. Ja, es kommt schwerer Sturm, ganz wie ich es befürchtet hatte. Naja, dann schmeißen wir den Chef ab und legen die Marionettenmilbe auf dem Friedhof. So, von mir aus kann es jetzt flippen, aber er kann nicht angreifen, wenn er mein Monster flippt. Ah, der hat geflippt. Lol. Danke. Zwei Monster zurück in mein Deck und jetzt ist sein Feld komplett leer. Und er hat keine Fallen und Zauberkarten und der hat gar nichts. Wenn das Card flippt, face up. Na toll, dann müssen wir eine Karte wählen. Da der Gegner keine hat, müssen wir unsere eigene wählen und wir kriegen selber Schaden durch unser eigenes Monster. Naja, ist ja auch egal. Ist ja nicht so schlimm. Aua. Mein Hitler hat mich selber geschadet. Naja. Unsere Meerjungfrau wird es wieder ausgleichen. Warum habe ich die jetzt gespielt? Ich habe nicht nachgedacht. Ich hätte zuerst angreifen sollen und dann hätte ich die spielen sollen. Läuft's. Na gut, dann. Was soll's? Endphase. Aber erst noch die verdeckt legen. So, jetzt. Er hat nur eine Karte. Und schwerer Sturm kann es nicht sein, weil er die gerade gespielt hat. Zu unserem Glück. Die einzige Karte, die er noch haben könnte, wäre Stautornado und eine mystische Raumtyphon. So, wir kriegen Lebenspunkte. Papling! Und jetzt spielen wir die in Kombination mit unserer Feuerprinzessin, die nicht angreifen kann, was ich sehr, sehr schade finde. Aber egal. Zack, zack. Oh nein, Goblin Zombie. Jetzt müssen wir eine Handkarte abschmeißen, glaube ich, oder? Bloß dumm, dass wir keine Handkarte. Ach so. Nein, wir müssen eine Karte auf dem Friedhof abschmeißen. Okay, dann lassen wir es mal gut sein, Endphase. Und falls der dunkle Drache beschwert, um unseren Monster fertig zu machen, kommt Zwangsevakuierungsgerät. Und das Ganze ist wieder ausgegangen. Warum spielt er sein Zombie, wenn er weiß, dass er null Verteidigungspunkte hat und in die Verteidigungsposition gesetzt wird, wenn er beschworen wird? Ist doch unnötig. Naja. Das ist die KI eben. Die KI macht so manchen Scheiß. So, wir kriegen Lebenspunkte-Effekt von unserer Feuerprinzessin. Schadet den Gegner 500, wenn wir Lebenspunkte bekommen. Jetzt kommen noch die tanzenden Feen in Kombination. Die erhöhen auch unsere Lebenspunkte und zwar um 1000, wenn die in der Verteidigungsposition sind. Und das sind offenen. So, machen wir erstmal seinen Zombie-Meister Kalt. Der ist nämlich eine Gefahr, damit kann er nämlich Monster vom Friedhof beschwören. So, das hätten wir. Ich glaube, die Musik ist zwar ein bisschen leiser, aber egal. Lieber zu leise als viel zu laut, habe ich vorhin festgestellt. Seufz, Buch des Mondes, na schön, soll mir recht sein, kann er ruhig machen, ist mir auch egal. Wenn er sich einen dunklen Drachen holt, dann er ist eh in Verteidigung, hat null. Unser Michaelchen wird diesen König vom Thron stürzen. Haben wir, glaube ich, schon mal gemacht, oder? Na egal, wir kriegen jetzt wieder Lebenspunkte, juhu. Ich freue mich, 1000. Und er kriegt Schaden. Und wir kriegen wieder 800 und der kriegt wieder Schaden. Ist eine schöne Kombi. Damit kann man seine Lebenspunkte gleichzeitig erhöhen. Also man kann sich verteidigen und gleichzeitig auch angreifen. Er spielt die verdeckt, die Kriegerin, um uns zu schützen. So, und jetzt greife ich sein Hades an. Mit unserem Häschen. Hades wurde von einem Hasen gestürzt. Was für eine Blamage. Naja. So, er zieht nochmal. Na, was hat er gezogen? Was hat er denn gezogen? Naja. Los! Er macht nichts. Lol. Ach ja, das ist nicht. In diesem Vierer-Duell hintereinander ist es auch nicht. Ist es nicht so, dass man sich 1 Million Lebenspunkte so auf einmal holen kann. Die maximal Lebenspunkte, was nach einem Duell gespeichert wird, ist 10.000. Also, man kann nicht mit 11.000 Lebenspunkten ins nächste Duell gehen, nur mit maximal 10.000 ist es möglich. Das finde ich scheiße von den Machern, weil man sollte sich das schon verdienen. Also wir können ja damit angreifen, weil unser Monster schwächer ist. Deswegen müssen wir jetzt noch warten. Naja, soll uns recht sein, wir haben ja ein Burner-Deck, damit können wir ja ganz guten Schaden austeilen. Synchro, 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 mach eine Synchro. Macht er eine Synchro? Ja, ich glaube, der macht eine Synchro, oder? Ja, er macht nichts, weil er so viel wartet. Wenn der Gegner so viel wartet, dann ist es ein Zeichen, dass er nichts machen wird. Deswegen spule ich jetzt vor.
Er macht's auch nicht. Er macht auch nichts, ganz wie ich es vermutet hatte. Warum hat er den Mann gespielt? Egal. Lebenspunkte für uns. Und Schaden für ihn. Und wieder Lebenspunkte für uns. Und Schaden für ihn. Ach, ist das schön. 11.000 Lebenspunkte haben wir jetzt. Dann könnten wir vielleicht einen Bonus kriegen, wenn es länger dauert. Wenn wir über 20.000 Lebenspunkte haben, kriegen wir einen Bonus. Und dann machen wir seinen Zombie kalt mit unserem Häschen. Häschen! Er kriegt 400 Schaden. Und hat damit nur noch 3.300. Läuft gar nicht so schlecht bis jetzt. Ja, toll, er ruft ihn zurück. Soll uns recht sein, jetzt wird er dann aus dem Spiel entfernt, wenn er den nochmal, wenn er nochmal auf Friedhof landen würde, würde er auch diesmal aus dem Spiel entfernt. Und er setzt ein Monster. Warum macht er keine Synchro? Er hat vielleicht noch 5 Karten, aber eins davon wird er doch bestimmt synchronisieren können. Naja. Jetzt warte nicht so lange. Ich spule mal vor. Zum Glück gibt's diese Taste hier. So, 10 Pikachu, dann könnten wir unsere Lebenspunkte weiter erhöhen. Fälschung, weg damit. Zack. Oh, jetzt seht ihr meinen Media Player. keine Ahnung, was passiert ist. Achso, ja, wir kriegen Lebenspunkte, ist schön. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Dann machen wir seinen Zombie erneut Platz, ist ja egal. Ich habe jetzt überlegt, ob wir Zwangsevakuierungsgerät auf unser eigenes Monster spielen könnten. Dann Shinzo 7 spielen. Und ihn dann direkt angreifen. Aber ich habe Angst, dass er sich dann mit dem dunklen Drachen dann wieder ein Schlupfloch macht. Also quasi, dass er sich dann wieder rettet. Wenn er den beschwören sollte. Naja. Ich glaube, wir haben schon so gut wie gewonnen. Jetzt kriegt ihr wieder 4 Schaden. Und wir kriegen wieder Lebenspunkte, juhu. So, Also die kreieren, kann nicht angreifen. Achso, Stufe 4 Monster können nicht angreifen. Ich dachte gerade, Friedensboote wären auf dem Feld, naja. Na gut, dann Zwangsevakuierungsgerät auf unsere Didi-Kriegerin. Dann, Shinzo 7. Und Blitzeinschlag. Oh, Blitzeinschlage. Und schmeißen unsere Monster ab auf dem Friedhof. Was ist der Effekt? Oh nein, er holt sich seinen Arsch auf die Hand. Was für ein Arschloch. Na egal. Direkter Angriff. Das ist der Effekt von Shinzo 7. Er kann direkt angreifen. Er kriegt 500 Damage und Michael ist in ja, gut, das ist Goblin Zombie. Naja, macht nichts. Und das macht auch nichts. Na toll, so heftig ist die Falle auch nicht. Naja. So, das wäre jetzt bitter, wenn er jetzt Blitzeinschlag hätte. Dann könnte er alle unsere Monster mit einer Zauberkarte zerstören und das wäre ein Freakout für mich. Glaub's nicht. Das ist ein Albtraum. Nein, ich hab's befürchtet. Ich hasse dieses Spiel. FU Game. FU. Ab in die Verteidigung mit deinem scheiß HDS. Spielt der Blitzeinschlag, obwohl ich's vermutet hatte, dass er sich spielt. Oh Gott. Ich glaub's nicht. Ich glaub's nicht. Pikachu. So. Mir fällt gar nichts mehr dazu ein. Und schon ist meine gute Laune dahin. Mit nur einer einzigen Karte zerstört er unsere ganzen Monster und unsere Taktik. Ich glaub's nicht. Naja, egal, jetzt kriegen wir wieder Lebenspunkte. Und jetzt spielen Micha Bunny, wir können ihn ja noch mit Micha Bunny ausrotten. Ausrotten! So, dann greifen wir ihn einfach mal mit Pikachu an.
Soll mich das etwa jucken? Wir haben immer noch, Mauer des einen Hündenlichts. Daher ist es mir egal. So, tschüss. Na toll, das juckt mich gar nicht. Das juckt mich gar nicht. Ja toll, Paladin, das bla bla bla. Na komm, spiel dein scheiß Landformen. Er spielt dann das ein Paladin noch zusätzlich, ne? Soll mich das etwa jucken? Soll mich das etwa jucken? So, zack. Falle. 2000. Ja, 3000 wäre günstiger gewesen, ist ja auch egal. Wir kriegen mehr Lebenspunkte, juhu. Und diese Karte wird das Spiel beenden. Da kriegt er 1000 Schaden, wenn diese Karte aufgedeckt wird. Durch, also bei unserem Zug meine ich. So, zack. Klingt zwar dumm, aber ich greife jetzt seinen Paladin an. Zack. Denn jetzt können wir ihn beschwören. Also einen neuen beschwören. Und wenn der aufgedeckt wird, haben wir gewonnen. So, Picoro in die Defense und Endphase. Und wie er spielt wieder was Fieses. Nun ganzen Trigger ever. Was macht er? Er linkt sich unser Micha-Häschen. Oh nein! Naja, egal. Flippen wir einfach unser Häschen und dann haben wir gewonnen. So, Michaelchen, yay, Häschen. Und er kriegt 500 Schaden und damit haben wir genau gewonnen. Juhu. Jetzt wäre ein perfekter Zeitpunkt zum Speichern. Leider können wir das nicht. Sondern müssen direkt ohne Pause wieder ins nächste Duell rein. Wir haben jetzt maximal 10.000 Lebenspunkte. Die 13.000 werden eben nicht gespeichert. Unsere maximal sind 10.000. Das finde ich scheiße von den Machern. Oh nein, ich kenne das Deck. Das ist glaube ich so ein Froschdeck, kann das sein? Naja, das werde ich dann schon sehen. Auf jeden Fall, die Karte ist gefährlich. Erhöht alle Wassermonster, Aqua-Wassermonster der Stufe 2 oder niedriger die Angriffskraft um 1200. Nun gut, bauen wir uns jetzt eine Verteidigung auf, aber zuerst fegen wir das Feld von ihm weg. So, dann spielen wir mal unsere Meerjungfrau. Uiuiui. Und dann noch die hier. Ach, ich hab's schon wieder falsch gemacht. Ich hätte zuerst angreifen sollen und dann die Zauberkarte. Ja, ich hab ja immer so eine Verlockung, die Zauberkarte zu spielen. Naja, angreifen kann er nicht, ab in die Verteidigung mit deinem Scheiß. Was ist dein Effekt? Mal Wasser ist dein Effekt, ja. Na, was? Hä? Was hat er gemacht? Was hat er getan? Egal, Lebenspunkte für uns. 2200 Verteidigung. Seufzt. Naja, spielen wir unsere Prinzessin. Und jetzt haben wir eine Meerjungfrau und eine Prinzessin. So, und die Meerjungfrau regeneriert unsere Lebenspunkte. Die Prinzessin greift sie an. Ihn an. Sie an, ja. Als ob ich Frau, eine weibliche Person wäre. So, was macht er? Oh scheiße, dieses Monster kann angreifen. Hat aber nur 800 Angriffspunkte, so viel wie unser Mechanischen. Lebenspunkte für uns und Schaden für ihn. Ich komme, wir müssen ein weiteres Lebenspunkte erhöhen, Monster. Und zack, dieses Monster kann auch angreifen, was wir haben, denn es hat Stufe 2. Und seins hat Stufe 3. Ein 3-Sterne-Monster wurde von einem 2-Sterne-Monster gekillt. Was für eine Demütigung. Naja. So, was macht ich? Was mache ich jetzt? Ja, was mache ich denn jetzt? Ich setze eine verdeckte Karte und noch eine verdeckte Karte und noch eine verdeckte Karte. Oh nein. Das kann sicher nichts Gutes sein. Lebenspunkte für uns. Schaden für ihn. Ist klar. Lebenspunkte für uns. Und Schaden für ihn. Ach, ich liebe diese Kombi. Dann holen wir uns ein weiteres Schadensmonster. Ein Monster, das Schaden hat. und zuerst sind die noch zur Sicherheit verdeckt, falls er irgendeine Schandtator hat. So, was hat er? Kein schwerer Sturm, kein schwerer Sturm, kein schwerer Sturm. Okay, das geht eigentlich. Ich wusste, dass er jetzt irgendwas hat, was eine Zauber- oder Fallenkarte von uns zerstört.
Ja gut. Die Karte mag ich eigentlich. Danke. Das ist ein Blattauffrischungs... eine Blattauffrischungskarte. Oh man, jetzt hat alle seinen Angriff und greift unsere Taktik an. Aber es würde bereuen mit einem Blitzeinschlag. So, jetzt setzen wir unser Glück wieder auf die Probe. Alles auf Zahl. Zahl, Zahl, Zahl! Na, ich muss kopfen. Ich halte meinen Kopf diesmal hin. Nein, meine Meerjungfrau. Nein! Und er hat ist Pussy und greift weiterhin nicht an, lol. Naja, egal. Wir kriegen wieder Lebenspunkte und er kriegt 1000 Schaden. Durch den Effekt unserer zwei, unserer beiden Feuerprinzessinnen. Ja gut, wir müssen 500 zahlen, aber das ist ein Witz hingegen, was wir dann kriegen, wenn, also was er dann kriegt an Schaden, meine ich. So, soll ich den Angriff spielen? Ja klar, den Angriff. So, jetzt kommen die hier und weg mit deinem Scheißfels von Scheißmonstern. Ich schmeiß den Schöpfer ab. Der bringt uns nicht allzu viel. Er müsste wir unsere Taktik aufgeben, um den zu spielen. So, jetzt mystische Wolke verdeckt und soll ich angreifen? Erstmal die noch in die Verteidigung, weil ich befürchte, dass er Spielkraft hat. Was ich auch richtig herausgefunden habe. Ich bin so gut. Okay, dann melden wir unseren Zug einfach. So, was macht er? Er spielt bla bla bla. Na, was kommt jetzt? Gar nichts, er macht nichts. Er hat Angst anzugreifen wegen unserer Fallenkarte. Na gut, dann greifen wir ihn einfach weiter seine Lebenspunkte durch Effekt an. Und erhöhen gleichzeitig unsere. Beziehungsweise senken sie jetzt gerade, aber egal. So, Picaro in Angriff, keine Ahnung warum. Wie viele Angriffspunkte hat sie? Ja, gut. Spielen wir Soul Taker und zerstören erstmal seinen Dings da. Der beunruhigt. Was? Annulliert Effekte, die gegen diese Karte gespielt werden. Nie geht was hin. Nie geht was. Naja. Oft geht nie was. So, jetzt setze ich wieder auf Zahl. Keine Ahnung warum. Habe irgendwie das Gefühl, dass jetzt Zahl kommt. Yes! Sein Monster wird zerstört. Juhu! Und das in seinem eigenen Zug. Naja. Und er kriegt 1200 Schaden als kleine. Als kleines, als... wie nennt man... egal. Als kleines Sahnehäppchen, oder wie nennt man das? Keine Ahnung. Ach, diesmal hat er Unrecht, naja, macht nichts. Warte, haben wir noch was? Haben wir noch was? Ja, mystischer Wok, genau. Unsere Monsterkarte wird eh zerstört, deswegen können wir es ja gleich als Tribut opfern. Und erhöhen unsere Angriffskraft, also unsere Lebenspunkte, um die Angriffskraft des Monsters, die wir geopfert haben. Und wir kriegen Lebenspunkte, ah, die geile Kombi. Und er kriegt wieder Schaden. Die Kombi gefällt mir. Ja gut, dann geht eben unsere andere Picaro drauf. Ist ja nicht so schlimm. Wir haben ja immer noch unseren heimlichen Vogel. Deathbird. Und die wird uns schützen vor dem Angriff des Gegners. So, zack, verdeckt. Und zack, verdeckt. So, Endphase. Ja, was machst du jetzt, ne? Was machst du jetzt? Was machst du jetzt? Wenn du angreifst, dann kriegst du, dann lebst du beim Bell, dann lebst du beim Bell's Auge, ey. Dann lebst du, oh nein, die ist heftig, die ist heftig, die ist heftig, nein, 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 nicht spielen, nicht spielen, nein, nicht aktivieren, nein, der ist heftig, der Effekt, das kann er Karten abschmeißen und die dann, die Wasser, abgeschmissen hat. Also, wenn er zum Beispiel drei Karten abwirft, dann kann er drei von unseren Karten, die wir auf dem Spielfeld haben, auf die Hand zurückgehen, aber jetzt kann er ihn eh nicht angreifen, von daher ist es sinnlos, was er jetzt da macht. So, du kannst angreifen, du Loser. So, und gleich kriegt er es auf die Hand zurück, episch. Wenn er angreift, kriegt er seinen eigenen Drachen auf die Hand zurück. Och, ich liebe es. Ich liebe es. Endphase. Und dann sind wir... Oh, kalte Welle, warte, die kann ich noch als Kette aktivieren. So, und weg mit seinem schwulen Drachen. Hättest wohl gern, was? Mit deinem Drachen alle Karten auf meine Hand zurückgeben, hä? Na gut, der Nachteil jetzt von Kalte Welle ist jetzt, wir können... Keine Tetris-Musik! Wir können jetzt,
diese Runde und ja, diese Runde können wir keine Fallen aktivieren und auch im nächsten Zug nicht. Sondern erst wenn wir wieder dran sind, aber erst im übernächsten. Also, wenn wir dann wieder dran sind, sagt man so. Er kriegt wieder Schaden durch unseren Vogel. Was heißt die wieder? Er kriegt Schaden einfach. Und jetzt spielen wir Jinzo und greifen seine Lebenspunkte weiter an. Unsere Lebenspunkte sind ja dabei schon übermächtig. Das heißt, die paar jucken mich jetzt auch nicht, was wir dann verlieren, wenn er unseren Jinzo 7 zerstört. Und Endphase. Er hat nur noch 400 und eins unserer Monster muss er zerstören, sonst verliert er. Er spielt Wetlands. Feuchtgebiete auf Deutsch. Ja, gut. Wenn wir richtig raten, hat er verloren. So, Zahl. Gotcha, wir haben gewonnen. Yeah. Er hat sich selber gekillt. Das kommt davon, wenn man so angriffslustig ist. Wenn wir die nächsten zwei noch gewinnen, dann haben wir die Stelle. Aber ja, jetzt wird es ziemlich schwierig. Und ich bin mir nicht sicher, ob wir jetzt gegen Gamma gewinnen, weil er hat ein recht heftiges Deck, das auf brutale Angriff und Aggressivität spielt. Also, ja. Das heißt, wir müssen uns extrem gut verteidigen, um gegen sein Deck anzukommen. Und anfangen tun wir erstmal mit Quickeron und versuchen unsere Lebenspunkte fürs Erste zu erhöhen, damit wir einen Vorrat haben im Laufe des Duells, weil seins ist recht offensiv. Na gut, jetzt wissen wir, dass es eine schwere Sturmkarte verbraucht hat. Jetzt können wir Verteidigungskarten in aller Ruhe verwenden. Er kann sie spezial beschwören, wenn sie auf dem Friedhof landet durch einen Effekt und seine Karte. Jetzt opfert er sie für Celestia. Greift unsere Pikero an. Ja toll, Schaden, das ist ein bisschen. Wir haben Seelen, Zingster Zerstörer. Das ist nicht tragisch. Ist überhaupt nicht tragisch, aber wir haben kein Monster, das ist tragisch. Zack, weg. Er kriegt zwar 1000 Lebenspunkte, aber egal. So, zack, 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 direkt Angriff. So, 500. Jetzt hat er nur 500 dazu bekommen. Endphase. Bitte mach nichts Starkes. Bitte, ich flehe dich an. Na! Genau das wollte ich nicht. Bitte mach nichts Starkes. Ich spiele jetzt hier an und dann spielt er. Im Spiel ist seine stärkste Karte. Episch. Na gut, er kann alle unsere Karten zerstören, wenn er 1000 Lebenspunkte auf hat. Das ist heftig an der Karte. Deswegen nehmen wir noch das, was auf dem Feld ist. Ach komm, bitte nicht, übertreib's halt. Wie konnte der sie überhaupt in einem Zug spielen? Na gut. Ach, die wird uns retten, oder? Ne, wird's nicht. Er kann 1000 Lebenspunkte immer zahlen. Oh Mann. Die Karte ist echt heftig. Die gehörte verboten. So, greif unserem. Wir haben uns so gut beschlagen und dann besiegt er uns in 6 Runden. Ich wusste es. Ich wusste es einfach, dass wir gegen den keine Chance haben. Seufz. Gut, dann bis Part 3. Dann versuchen wir es nochmal. Und mit diesem 6 sind wir eigentlich ziemlich gut dran. Wir haben ja 2 schon geschlagen, aber bei diesem Ur-Dingster haben wir echt verkackt. Mal schauen, wie es läuft. Bis zum nächsten Part. Ciao.